Früher war mehr Lametta. Mit diesem Satz beklagt Loriot in seinem legendären Sketch Weihnachten bei den Hoppenstedts den Niedergang der guten alten Zeiten, in denen Weihnachten noch ganz anders war. Mit mehr Glanz und Gloria, Lametta-mäßiger eben. Das war 1976 und Loriot war mit seiner Klage dem Zeitgeist voraus. Denn damals war Lametta von unseren Weihnachtsbäumen kaum wegzudenken. Die dünnen silbernen Staniolfäden, die an Eiszapfen erinnern sollen, gehörten für viele ebenso selbstverständlich auf den Weihnachtsbaum wie bunte Eier ins Osternest. Mittlerweile ist Lametta komplett out. Man bekommt es kaum noch. Viele entscheiden daher so, wie Mutter und Vater Hoppenstedt es getan haben, als sie Opas Lametta-Ansinnen strikt zurückwiesen. Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Und das ist in den Kirchen landauf und landab nicht anders. Sie sind grün, die Bäume, aber sie leuchten im Glanz der Lichter. Auch hier im Dom haben die Bäume in dieser Woche ihren Platz gefunden. Aber so richtig leuchten lassen wir sie erst am Heiligen Abend. O Tannenbaum, so heißt denn auch eines unserer bekanntesten Weihnachtslieder und besingt das immerwährende treue Grün. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Hätte Jesus in unseren Breiten gelebt, ich glaube, er hätte wahrscheinlich auch ein Gleichnis vom Tannenbaum erzählt, der unaufhörlich grünt und Zeugnis davon gibt, dass auch im Grau und der Kälte des Winters Leben ist und bleibt. Und dass, wenn die Zeit der Lebensunwirtlichkeit vorbei ist, die restliche Natur ihm nachahmt und Leben neu wachsen lässt. Andersherum, hört nicht auf zu hoffen, dass eine Zeit kommt, in der ihr das Leben wieder in Fülle haben werdet. Seid beständig und geduldig und lasst euch nicht unterkriegen. Fürchtet euch nicht. In der Zeit der Not hat es so eine Botschaft nicht leicht. Sie braucht starke Zeugen und sie braucht leuchtende Beispiele. Ich glaube, in diesem Jahr ist es umso schöner und wichtiger, dem Tannenbaum und seiner Bedeutung Raum zu geben. Hier im Mariendom wollen wir das auf jeden Fall tun. Was da leuchtet, ist ein Zeichen der beständigen Hoffnung, die ihren Ausdruck findet in dem, was die Engel in der heiligen Nacht den Hirten verkündet haben. Fürchtet euch nicht. Wir wünschen Ihnen allen einen hoffnungsvollen und stärkenden vierten Advent.